Jacuzzi sind eine wirklich internationale Band. Anfang des Jahrtausends lernten Sascha, Robert und Oren sich in verranzten Berliner Hinterhofclubs kennen. Für die singalesisch-tamilische Sängerin aus London, den Bassisten aus Tel Aviv und den Beatbauer aus Kassel war Berlin damals ein schmuddelig aufregendes Kreativbiotop. On my way to the Betty Ford, from my pigtail board, I saw on my breast a large and my legs are short. Ich lebte damals in London. Als ich beschloss, nach Berlin zu ziehen, war der häufigste Kommentar: Wohin ziehst du? Was willst du denn da? Jetzt sagen alle: Ah, ich habe gehört, Berlin ist echt hip. Mein Cousin war da mit seinen Kumpels. Davor war es eher so: Mann, Berlin ist echt gruselig, voller Nazis. Jetzt haben die Leute keine Angst mehr. Im Ausland profitieren Jacuzzi vom hippen Ruf Berlins. In den letzten 2 Jahren haben die 3 mehr Flugmeilen angesammelt als die meisten anderen Berliner Bands. Ob Kuala Lumpur oder St. Petersburg, Saschas rotzigem Charme kann kaum ein Publikum widerstehen. Und auch ihre beiden Kollegen lieben sie, trotz ihrer Macken. Sie kommt definitiv immer zu spät. Ziemlich respektlos ist das, finde ich. Wenn man grundsätzlich vor jedem Flug 10 Minuten unten vor ihrer Tür im Taxi auf sie warten muss und auf dem Taxameter tickt unser Geld, das ist echt eine Zumutung. Warum ich diese beiden so liebe? Die sind Gewohnheitstiere und zuverlässig. Nee, war nur ein Witz. Ich habe so Hunger. Darf ich auch das Gleiche bestellen? Danke. Anders als die meisten Kollegen kümmern sich Jacuzzi auch um die geschäftliche Seite selber. Weil ihr Label Kitty Yo pleite ging, heißt es nun, selber machen. Und ganz ehrlich, wer braucht heutzutage schon den Wasserkopf eines Plattenlabels? Eigentlich haben wir von Anfang an unser Business selbst in die Hand genommen. Aber jetzt sind wir wirklich ganz allein dafür verantwortlich, wie wir die Platte promoten. Wir machen also nicht nur Musik. Jacuzzi ist unser Business. Es ist unser Projekt. Wir haben jemanden gefunden, der in unser Album investiert hat und mit uns zusammenarbeitet. Wir mussten uns selbst eine Struktur aufbauen. Wir entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Wir arbeiten mit Leuten, die uns seit langem unterstützen. Leute, die sich wirklich den Hintern für uns aufreißen, weil sie uns mögen. People we know genuinely are gonna work their butt off because they like it. Das neue Album trägt den Titel Blitz and Ass und so hört es sich auch an. Blitzkrieg Bob trifft auf Tits and Ass. Jacuzzi haben sich für ihr 2. neues Album ganz fett Pop auf die Fahne geschrieben. Man muss nicht cool sein, um zu unserer Musik zu tanzen. Ich bewege mich einfach, mir ist es scheißegal, wie es aussieht. Ich versuche erst gar nicht, irgendwelche angeblich tollen Tanzschritte nachzumachen. Ich mache mich einfach zum Horst und ich hoffe, dass die Zuschauer auch darauf scheißen, wie es aussieht. Bei unseren Shows kommen meistens die Frauen nach vorne, weil sie denken, cool, ich will auch Spaß haben. Ich will auch mit dem Arsch wackeln wie die da oben, obwohl ich nicht tanzen kann. Die selbstgemachte Promowelle zu Blitz and Ass rollt über Berlin. Die Band klebt sich durch die Szeneviertel und hofft auf den großen Durchbruch. Tracks drückt die Daumen und wenn Jacuzzi in eurer Stadt auftaucht, hingehen, tanzen. Gentrification.